jetzt einen veganen grünen Bohneneintopf und zwar unter Campingplatzbedingungen. Da ich nicht wirklich Campingplatz habe, habe ich mir jetzt zwei Herdplatten, hier die eine, da die zweite, einfach nach draußen gestellt und die Sachen, die ich dazu brauche und die auch jeder Camper, meine ich, dabei haben kann. Zum Arbeiten habe ich mir nur eine Schere genommen und ein kleines Schälmesser. Und als erstes mache ich mir jetzt etwas Olivenöl in den Topf. Der ist schon warm geworden. So. Und brate einige Knoblauchzehen. Und zwar mit der Schale erstmal darin an. Guten Tag, mein Name ist Nicola Lange. Und ich möchte heute einen veganen grünen Bohneneintopf kochen mit grünen Linsen, damit wir auch ordentlich Eiweiß drin haben und damit das auch sättigt. Der Knoblauch ist jetzt von außen braun. Ich habe ihn ja mit den Schalen reingemacht. Jetzt kommt er raus und kühlt ein bisschen ab. Ich zeige dann gleich, was ich dabei raushole. In der Zwischenzeit habe ich drei Zwiebeln klein geschnitten, einige richtig klein und die anderen in mundgerechte Häppchen. Das kommt jetzt da rein. So. Wird ein paar Mal gewendet. Und während die Zwiebeln schon mal glasig werden, nehme ich mir jetzt, es soll ja vegan und eiweißhaltig werden, hier gelbe Erbsen. Eine 500 Gramm Packung. Ich möchte für drei Personen so gut 200 Gramm haben, da ich jetzt nicht genau weiß, wie viel 200 Gramm ist und auch nicht mit einer Waage arbeite, mache ich das jetzt immer folgendermaßen. Ich habe hier eine Tasse, da schütte ich jetzt mal ungefähr die Hälfte rein. So, mal ein bisschen geht noch. Ist auch ein bisschen was dabei geflogen, auch nebenbei geflogen, auch das gehört zu einer gängigen Praxis auf einem Campingplatz. Merkt mir jetzt, wie hoch die Tasse ist, so das hier rein und fülle jetzt von einem Liter Wasser, den ich mir hier zur Seite gestellt habe, denn beim Campen hat man ja normalerweise, Frau auch nicht direkt den Wasserhahn daneben, nach, macht zweimal Wasser rein. So, so viel Linsen hatten wir, kommt auch so viel Wasser rein. Und während das jetzt wieder aufkocht, kümmere ich mich jetzt um die grünen Bohnen, werde ganz normal die Ecken abmachen und sie einmal durchbrechen. Und ich schabe jetzt schon mal die Karotten ab, einfach so mit dem Messer. Das reicht total. Und schneide sie auch gleich in mundgerechte Stücke. Hier ist mein Müll. Kommt alles rein, was Biomüll ist und kann dann hinterher gleich in die Biomülltonne. Der Knoblauchzehen aus der Pfanne, die mache ich jetzt mal auf. Und wir haben drin ganz wunderbaren, weichen, goldgelben Knoblauch, der überhaupt nicht mehr scharf ist. Der lässt sich auch für andere Gerichte prima verwenden. Hier schäle ich jetzt die Knoblauchzehen und werde es erst später ins Essen tun. Mein Topf sieht jetzt folgendermaßen aus. So. Zusätzlich zu den Karotten habe ich noch zwei Kartoffeln reingeschnitten. Nur teilweise von der Schale befreit. Und was soll der Kürbis in der Mitte? Für dieses Gerücht gar nichts, aber ich werde ja nächstes Gericht kochen und dann brauche ich den Kürbis. Und da der Topf sowieso nicht ganz voll wird, koche ich den hier gleich mit. Dann ist das nämlich erledigt. Uckeli-duckeli, der Topf hat gerade viel Hitze. Die Bohnen, das waren 800 Gramm. Jetzt züglich der Abfälle. Werden es immer noch 750 sein. Kommen jetzt komplett in den Topf rein. Hoffentlich geht das gut, ich habe es nicht geübt. Ja, doch, das wird was.
Allerdings sind die Bohnen jetzt nicht mit Wasser bedeckt. Deswegen werde ich jetzt noch von den Tomaten 2, 3 schneiden und das Salz drauf tun, damit es Wasser zieht. Ich vermeide hier nämlich zusätzliches Wasser reinzutun. Das zieht Geschmack raus und Tomatenmark habe ich jetzt auch nicht da. Tomaten sind drin, die Bohnen immer noch nicht abgedeckt. Hilft nichts, da muss ich mit Wasser nachhelfen. Damit die Bohnen auch weich werden. So. Und dann muss halt etwas mehr Pfeffer, etwas mehr Salz und zusätzlich tue ich dann noch etwas Chili rein. Nicht so viel, dass das Ganze wirklich scharf wird, sondern nur so, dass es ein bisschen intensiver schmeckt. Und natürlich nicht zu vergessen, die Knoblauchzehen, die ich ja vorher angebraten habe, damit sie nicht mehr scharf sind. Kommen jetzt direkt rein. Ist jetzt insgesamt drin. Wir haben 1 Esslöffel Olivenöl, 3 Zwiebeln, 3 große Karotten, eben 150 Gramm grüne Bohnen, 2 große Kartoffeln, etwa 1 Kilo Tomaten, 250 Gramm gelbe Linsen und damit kommen wir auf insgesamt für den ganzen Suppentopf 1890 Kalorien und 75 Gramm Eiweiß. Wenn ich das jetzt mal durch 4 teile, dann komme ich auf eine überaus reichliche Portion von 750 Milliliter pro Person auf 700 Kalorien bei 19 Gramm Eiweiß. Das ist aber wirklich sehr, sehr viel. Die meisten Leute essen nicht so viel. Die Suppe ist soweit fertig. Einmal reingucken. Bekanntlich, das Abschmecken lässt sich ja niemals vermeiden, weil kein Rezept die Köchin selbst ersetzen kann. Von den Tomaten, die ich hier jetzt noch übrig gelassen habe, tue ich ein paar rohe direkt auf die Suppe drauf. Kann man natürlich auch klein und fitzelig schneiden, geht aber auch größer. So, das ist wirklich, ich gehe einmal mit der Kelle rein, eine richtig, richtig große Menge geworden. Die ganz locker für 4 Personen reicht, wahrscheinlich für 2 Mahlzeiten. Kürbis ist auch fertig. So, etwas abgekühlt müsste es sein. Schmeckt. Schmeckt mir ganz ausgezeichnet. Auch, dass da der Chili drin ist, gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Pfeffer. Und der Knoblauch muss einfach sein, damit auch die Fleischesser-Fraktion nicht darum meckert, dass es angeblich nach nichts schmeckt. Ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Falls ihr das vorbereitet, Sie das vorbereiten, empfehle ich vorher noch ein bisschen Tomatenmark zu kaufen und das mit rein zu machen. Das bringt noch mehr Geschmack rein und wünsche gutes Gelingen, guten Appetit. Und falls Sie auf Ihre Linie achten sollten, lassen Sie sich bloß nicht einreden, Sie müssten bei Karotten, Tomaten oder grünen Salatgurken jetzt dann noch irgendwas abwiegen und sich einen Salat aus 90 Gramm Salatgurke, 80 Gramm Möhre und 50 Gramm Tomate machen. Das ist ein absoluter Quatsch. Von den Sachen können Sie essen, so viel Sie wollen. Das ist überhaupt kein Problem.